Hallo Leute, mein Name ist Hossase und willkommen zurück zu Factorio. Oder genauer gesagt zu meiner Warptorio-Serie. Wir sind einen Planeten weiter und zumindest wie wir in den letzten paar Folgen gesehen haben, sind die Episoden, die Folgen immer etwa dieselben. Wir kommen auf einen neuen Planeten. Wir schauen, was wir haben. Bauen ein paar Förderer auf. Und kümmern uns um die Aliens. Und dies wird auch in dieser Folge nicht anders sein. Was ich mir aber vorstellen könnte, ich mache das etwas anders, weil ihr müsst ja nicht immer das Gleiche sehen, Folge für Folge. Drum denke ich, wir werden hier wirklich nur die Highlights in der Folge haben, aber dafür möglicherweise mehr als nur den einen Planeten. Und dies ist auch schon das erste Highlight. Wir haben den Untergrund geforscht und dann können wir hier etwas machen. Wir brauchen etwas mehr Geschwindigkeit, damit die schnelleren Öfen da mithalten können. Und dann schauen wir doch gleich mal an, wie die unterste Ebene nun aussieht. Ja, die ist etwas größer. Da haben wir Platz für ein paar, Heizkessel mit Dampfmaschinen dran. Aber ich hätte natürlich auch noch gerne Wasser da unten. Nun gut, wir sehen uns, wenn es was Interessantes zu berichten gibt. Entweder aus der Forschung, aus dem Bereich der Aliens. Oder wenn wir auf dem nächsten Planeten landen. Und wir sind auf dem nächsten Planeten. Wenig Ressourcen. Hoffentlich auch wenig Aliens. Wir werden sehen. Hier auf dieser Seite kommen sie in ziemlich großen Gruppen angerannt. Aber ich war auch nicht rum, um die Nester zu zerstören. Das macht wahrscheinlich einen Einfluss. Aber wir werden sehen, was der nächste Planet für uns bereithält. Denn es geht weiter mit Planet Nummer 3. Okay, sieht's aus wie zu Hause. Zumindest sagt uns das die Meldung da unten. Mal sehen, das heißt wahrscheinlich etwas mehr Aliens als auf dem letzten Planeten. Sprich, ich sollte vielleicht rumgehen und da ein bisschen aufräumen, aber natürlich erst nachdem ich die Erze angeschlossen habe. Das Meer. Da unten habe ich wahrscheinlich den Turm vergessen. Ja. Das kann
übel ausgehen, dann brauchen wir auch noch 2x Kupfer. Etwas Kohle. Und dann werden wir mal schauen, wo die Viecher herkommen. Und dann Nest für Nest beseitigen. Wir sind nun an dem Punkt angelangt, wo die Fläschchenproduktion langsamer ist als unsere Forschung. Und was ich so etwas gemacht habe, forschungsmäßig, war einfach die ein paar von den Utility-Forschungen wie Greifer, Upgrade, Reichweite und so habe ich geforscht. Müssen wir irgendwann ja sowieso machen, aber ich denke nun, das Forschungstempo müssen wir nicht erhöhen. Schaden und Schussgeschwindigkeit würde ich gerne machen, aber die brauchen 200. Vielleicht machen wir erstmal hier weiter für eine größere Plattform. Und vielleicht wird sie groß genug, dass wir eine bessere Fabrik für unsere Fläschchen hinstellen können. Es zeigt sich, dass wenn ich eine Forschung am Laufen habe, die 30 Sekunden braucht, dann schaffen wir es, mit den roten Fläschchen gerade so über die Runden zu kommen. Wir machen ein bisschen vorwärts. Nicht viel. Aber nicht jede Forschung braucht 30 Sekunden pro Fläschchen. Aber ich denke, die Plattformvergrößerung, die ist definitiv angebracht. Und dann sehen wir, was der nächste Planet für uns bereithält. Ich denke, das wird der letzte sein für diese Folge. Okay. Ein Ölplanet. Aber dann schließen wir doch zuerst mal. Das hier an. Bringen da Kohle rein. Und dann schauen wir, wo denn unsere Erzfelder sind. Mit der Plattformvergrößerung müssen wir es effektiv schauen, ob wir es hinbekommen, da eine bessere Maschine hinzustellen für die Fläschchenproduktion. Wir haben ja ein bisschen Platz bekommen. Mal schauen, was ich da in meinem Buch drin habe. Das könnte gut aussehen. Ja. Ja. Und dann müssen wir hier etwas freiräumen. Machen vielleicht die hier hin und dann
So. Da brauchen wir die roten Untergrundbänder. Brauchen etwas mehr Maschinen. Aber das bekommen wir hin. Wir müssen hier das nicht in Rot bauen, aber weil wir die gelben und roten Untergrundbänder haben, müssen wir die brauchen wir Prinzip beide. Ich denke. Hier kann ich auch die gelben nehmen, gelben Knickarme. Hier muss ich raus. Brauchen wir natürlich Strom. Okay. Paar langsamere. Fließbänder. Und immer schön schauen, dass genau das nicht passiert. Gut, dann brauchen wir offenbar die hier. Dass wir weiterkommen. Hier haben wir noch einen solchen. Da kommt Kupfer rein. Da kommt Eisen rein. Wenn diese Maschinerie hier anläuft, dann werden wir auch sehen, dass unsere Energie mit den zwei Dampfmaschinen nicht mehr ausreicht. Das heißt, wir werden da mehr ranhängen müssen, aber das machen wir auf dem nächsten Planeten. Und mit den Dadurch, dass wir dann mehr Flächen produzieren, können wir, denke ich, auch als nächste Forschung die Forschungsgeschwindigkeit angehen. Damit sich das wieder etwas ausgleicht.
Fehlt hier etwas Eisen. Ich brauche ein Untergrundband mehr. Zahnräder. Dann haben wir noch 2 Minuten auf diesem Planeten. Hier oben ist sowieso schon alles voll bzw. leer. Dann kippen wir doch mal das Kupfer hier rein. Hier oben sind alle. Dann hier unten. Ja, da geht uns auch der Saft aus. Und wir haben hier doch ein paar Felder sehr schön abgegrast. Und da waren einige. Einige Felder leer. So. Sehr schön. Das war's mit der Fabrik da. Sehen, die laufen voll und der Akku hilft da jetzt auch nicht mehr weiter. Aber nächstes Mal auf dem nächsten Planeten machen wir es besser. Also bis dahin und tschüss.